So, jetzt funktioniert's. Oh, die Jule, die Pepper, die Miriam, ein Einbrecher. Ne, das ist die Sandra. Zoomen Sie mal, mal sehen, ob sie wieder irgendwelche Flüche ausspricht, die man dann nachher als Lippenleser entziffern muss. Pepper. Schön, wie ihr zwei Affen da im Schatten liegt. Und morgen könnt ihr euch da vor der Sonne schützen. Jetzt kommt der Gunther, das ist der Meister im Bankdrücken. Er hat hier nämlich eine Bank aufgebaut, deshalb der nasse Fleck auf der Brust. Es kann auch sein, dass die Sandra ihn besabbert hat. Und das ist die Bank, wo die Sandra jetzt sitzt, weil sie bringen sich ihre eigene Bank mit. Weil unsere nicht gut genug sind. Der Gunther hat eine Nachricht geschickt. Aber im Endeffekt ist es so, dass unsere Bänke die Sandra nicht tragen und sie deshalb ihre eigene mitbringen. Aber das darf man nicht laut sagen. Sehr schön. Weil jetzt stehen wir noch diagonal, wir wollen aber... Ja, Dieter, jetzt nicht filmen. Nicht unsere Arbeit wieder zunichte machen. Wir brauchen dich als Drehwurm. Fass mal da an. So, da steht der Pavillon. Hab natürlich wieder allein aufgebaut. Man hatte überhaupt keine Hilfe. Der Carsten stand dabei, der Gunther saß, da sitzt ja immer noch. Ich hoffe, der Kaffee war in Ordnung, Gunther. Ja. Und die Sandra, naja, da verlieren wir jetzt kein Wort mehr drüber. Aber du hättest mal ein bisschen schneller sein können. Carsten und ich haben es gestoppt. Du warst nicht so arg schnell im Aufbau. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Nee, das war eigentlich ganz okay. Überlege, ob ich den Salat und die Sour Cream schon morgen anwende. Zum Durchziehen. Ja. Wenn du genug große Schüsseln und Lagerplatz hast. Wenn man irgendwie hinkriege. Muss man halt weniger Bier in den Kühlschrank tun. Ja. Ja, ich bin ja nicht der große Biertrinker. Nee, der eine Kühlschrank ist ja eh fürs Bier und der andere kriegen wir dann auch. Da gucken wir ja, wo ich heute gegessen werden und dann. Da ist noch drin. Alkohol. Nee. Sahne. Auch nicht. Schokolade. Ja, ganz viel Schokolade. Maultäschle. Hm? Maultäschle. Maultäschle, das hat keine drin. Wasser. Das mit Fliegen. Na Ute, wie schmeckt's? Koste. Weiß ich noch nicht. Okay. Ich hab noch nichts im Mund. Also Maultasche ist schon mal top. Und das Tomatenstücke auch.